Herzlich willkommen bei McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute diesen fetten Burger hier zubereiten. Der besteht aus 3 Lagen Patties bzw. 600 Gramm Hackfleisch. Und wie wir den gemacht haben, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir machen heute ein richtiges Kaliber am Burger, nämlich einen 600 Gramm Triple Cheeseburger. Das wird eine ordentliche Männerportion werden. Da bin ich mega gespannt heute drauf. Zum ersten Mal, dass ich so ein Monster selber essen werde. Ihr werdet wahrscheinlich auch gespannt sein und deswegen fackeln wir gar nicht lange rum. Was wir alles brauchen, das schauen wir uns ganz kurz hier an. Eigentlich wisst ihr es ja eh, aber der Vollständigkeit halber, wir brauchen unsere Burgerbrötchen. Die sind vom Handwerksbäcker. Dann haben wir hier Jalapenos, wir brauchen Käse zum Überbacken, das ist Cheddar-Käse, wir brauchen Bacon. Dann haben wir hier aus meiner Gewürzserie das Burgermeister-Gewürz. Wir haben die Burger and Rip-Soße von den Sizzle Brothers. Hier hinten haben wir gut 1 Kilogramm Rinderhackfleisch, reines Rinderhackfleisch. Und dann haben wir noch ein paar Equipments. Einmal die Burgerpresse von der Grillshow, vom lieben Onkel Johnny. Und hier haben wir eine Abdeckhaube bzw. Glosche. Eigentlich ist es sinnlos heute, aber das Rezept und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Genauso wie alle Links zur Johnny Presse und zu der Moesta Glosche bzw. Abdeckhaube. Sizzle Brother Soße darf natürlich auch nicht vergessen werden. Und dann hätte ich gesagt, starten wir auch schon mit dem Brutzeln. Die Burger werden wir heute auf einer Edelstahl-Plansche brutzeln und das Ganze auf meinem neuen Gasgrill, der neue von Barbecue Toro. Den habe ich bewusst nicht vorgestellt, denn das Vorstellungsvideo dazu hat mein Freund Michael, der Barbecue-Bär, gemacht. Das werdet ihr euch hier oben, irgendwo werdet ihr es euch einfügen. Da könnt ihr euch das Video mal haargenau anschauen, beziehungsweise den Grill haargenau anschauen. Und wir gucken jetzt hier einfach mal rein, denn wir machen da heute die Jungfernfahrt. Und hier habe ich ja schon meine Edelstahl-Plansche und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Und hier haben wir dann unsere Plansche. Also wirklich massives Edelstahl, ist richtig schwer und richtig massiv. Macht mir mega Laune mittlerweile, denn an meinem Foodtruck habe ich ja auch so Edelstahl-Plancher und die werden wir jetzt erstmal ein bisschen ausbrennen, freibrennen vor den Produktionsrückständen. Dazu werden wir uns ein bisschen Öl schnappen und da werden wir uns hier einen Schuss drauf geben. Man hört es ja auch, die Brenner sind mittlerweile an und wir werden das Ganze hier einfach mal schön einreiben. Anders als bei Gusseisen ist es bei den Edelstahl-Planschers so, dass man hier zwar so eine leichte Patina drauf bekommen kann im Laufe der Zeit, aber die ist nicht von langer Dauer, ist bei Edelstahl auch gar nicht so erwünscht. Also da kann man die auch jedes Mal wieder auf Hochglanz polieren, wenn man möchte. Wie gesagt, wenn man möchte, ansonsten haben wir da ein bisschen einen Geschmack dran. Ja, und dann machen wir jetzt hier unseren Deckel zu und lassen das Ganze mal für gut, ja, sagen wir 10 Minuten, 20 Minuten einfach schön freibrennen. Die 10 Minuten sind jetzt vorbei und man kann es hier in den Winkeln schon erkennen, wie sich das Ganze jetzt langsam hier so bräunlich-gelb verfärbt. Wir werden jetzt einfach nochmal dezent mit unserem Zewa drüber wischen und wir starten dann durch mit unserem Bacon, die wichtigste Zutat natürlich, und die werden wir uns jetzt hier auch erst einmal gemütlich anbraten. Solltet ihr die Presse verwenden, dann ist wichtig, dass ihr euch hier wirklich so eine Schüssel mit Wasser nebenan stellt, wo ihr einfach mal hier kurz eintauchen könnt, denn sonst wird das Hackfleisch hier unten kleben bleiben und das ist das, was wir nicht wollen. Und dann zerreißt unseren Burger auch schon wieder und das schaut dann meistens nicht schön aus, aber das sind Erfahrungswerte, die ich einfach gesammelt habe. Und lang geredet, kurzer Sinn, wir werden jetzt den ersten Burger hier aufpressen. Und so funktioniert das Ganze. Ihr legt euch eure Kugel einfach nur drauf und presst das Ganze ein paar Mal. Und seht ihr, hätten wir jetzt das Ganze nicht in Wasser eingetaucht, dann würde das Ganze jetzt hier überall kleben bleiben an der Presse. Und so haben wir hier einen wunderschönen Patty. Also besser können Patties nicht ausschauen. Und da werden wir uns jetzt nochmal 2 von der Sorte machen. Ich habe ja gesagt, das Fleisch ist nicht gewürzt, das hat einen bestimmten Grund, denn hätten wir das Hackfleisch jetzt vorher gewürzt, dann
würde das Ganze hier Wasser ziehen. Salz zieht ja Wasser und unsere Burger würden auch nur unnötig schrumpfen. Das möchte ich vermeiden, deswegen gebe ich mein Gewürz hier immer frisch drauf und das werden wir jetzt auch machen. Da verwendet man, wie gesagt, mein Burgermeister-Gewürz, perfekt für Burger oder alles, was er mit Hackfleisch macht. Verwende ich auch in meinem Foodtruck und da werden wir jetzt hier einfach ein bisschen was oben drauf geben. Wer möchte, kann das Ganze nur ein bisschen mit Salz strecken. Es ist zwar schon Salz drin, aber wenn man das Ganze mit Salz streckt, wird das alles ein wenig ergiebiger und die Dose hält euch länger. Und jetzt arbeiten wir das alles hier ein bisschen ein. Wir drücken das einfach hier mit der Kelle ein bisschen platt. Was ihr auch vermeiden solltet, ist, dass ihr das ständig nur dreht und dreht und dreht. Also gebt dem Fleisch wirklich Zeit, dass es ein bisschen anbraten kann. Und dann werden wir die Burger zum ersten Mal wenden. Auch hier geben wir wieder etwas vom Burgermeister-Gewürz drauf. Und das wird jetzt dasselbe in grün, wie wir gerade eben gemacht haben. Und hier könnt ihr jetzt auch sehen, dass da jetzt ein bisschen Wasser austritt. Das ist der Vorteil von der Plancha, denn unsere Burger schwimmen hiermit im eigenen Saft. Würdet ihr das Ganze jetzt auf einem Rost zubereiten, dann würde euch das Ganze fettlos nach unten tropfen, in die Kohle oder auf die Brenner drauf und das Ganze würde in Luft aufgehen. So habt ihr den ganzen Geschmack da, wo er sein soll, nämlich am Fleisch. Und hätten wir das Ganze vorher eingewürzt, dann wäre jetzt schon um einiges mehr, was da an Wasser austreten würde. Das sage ich jetzt mal so, der normale Grad, den man einfach so hat, der sich nicht vermeiden lässt. Ja, und dann werden wir unsere Burger jetzt hier mal noch ein bisschen weiter braten. Ihr macht das natürlich zu dem Grad, wie es ihr gerne mögt. Ich empfehle immer Medium, manche mögen es durch, manche mögen es rare, wie auch immer. Und dann werden wir uns jetzt gleich noch unsere Burger Buns schnappen, beziehungsweise unser Burger Bun, denn es wird ja nur ein Burger heute hier. Und auch den werden wir hier mit drauflegen und lassen den einfach ein bisschen mit anknuspern. Und während ich jetzt hier gerade am Burgerbrutzeln bin, schaut mal her, was man hier Schönes entdecken kann. Ein Heißluftballon. Also sieht man bei uns am Dorf auch eher selten. Vorhin war er noch ganz weit oben, jetzt schwebt er da irgendwo rum. Ich glaube, der riecht den Burger. Verständlicherweise. Und wir kehren wieder zu unserem Grill zurück, da der Ballon jetzt eh verschwindet. Dann sind wir jetzt auf der Zielgeraden. Also hier unser Brötchen ist an der Innenseite schön angeknuspert. Und das passt uns so. Die werde ich jetzt hier im indirekten Bereich da einfach mal ein bisschen noch warm halten. Und dann werden wir unseren Burger hier finishen. Den drehen wir jetzt noch einmal. Und dann kommt jetzt unser großes Finish. Wir werden den dreifach aufstocken, unseren Burger. Geben auf jeden Patty einen Käse drauf. Und dann machen wir einen auf Hochstapler. Unsere Glosche kommt zum Einsatz, die geben wir hier drüber und dann geben wir dem Käse so gute halbe Minute Zeit, dass der hier schön überschmelzen kann. Und so sieht das Ganze dann nach 30 Sekunden aus. Naja, der ist schon fast zu hoch, also hier oben konnte jetzt nicht so viel Wasserdampf zirkulieren, deswegen ist die Scheibe nicht so schön geschmolzen, weil er einfach schon oben angestanden ist, da ist die Glosche zu klein. Dann werden wir uns das hier so vorbereiten und dann gehen wir rüber an den Tisch und werden das alles zubereiten. Wir beginnen, dass wir uns ein bisschen eine Soße hier drauf geben werden. Da gebt ihr so viel drauf, wie ihr mögt. Und Freunde, ganz wichtig, ich habe den Salat vergessen in den Zutaten. Wie konnte das nur passieren? Da nehmt euch auch ein bisschen was, knüllt euch das so ein bisschen zusammen und legt euch das hier drauf. Dann geht's los, dass wir uns jetzt unser XXL Patty, Dreifach Patty hier drauflegen werden. Liebevoll gefolgt von unserem Bacon. Das wäre geil gewesen, wenn der jetzt nochmal frisch und heiß gewesen wäre. Aber so passt es genauso. Wir brauchen Jalapenos für den ordentlichen Bums. Natürlich nur, wenn man mag. Nochmal eine Ladung von der Burgersoße. Deckel drauf und fertig ist ein wahres Monster. So Freunde, hier ist das Monster und ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt essen soll. In diesem Sinne einfach rein damit und wir probieren das Ganze aus. Kiefer ausrenken, ich bin mega gespannt. Guten Appetit. Schaut bitte weg. Um Gottes Willen. Also, wenn ihr so einen Burger zur Verfügung habt, Freunde, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich muss mich hier nochmal kurz abputzen. Also eine riesen Sauerei ist es, aber wenn man Burger isst, muss man ausschauen wie Sau. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich mein weißes T-Shirt angezogen habe.
Der Burger ist eine absolute Hausnummer. Also mit 600 Gramm Fleisch wird der mehr als sättigend sein. Wer davon zwei schafft, der ist richtig manns. Also gehen wir schwer davon aus, dass er das nicht schafft. Wenn doch, schickt mir bitte das Video unter dem Hashtag Burger Challenge McAllister. Irgendwie sowas in der Art. Also das möchte ich sehen, wenn sie einer über ein Kilo Hackfleisch auf einem Burger oder zwei solche fette Burger hier reinzieht. Wäre mal eine coole Aktion, sowas zu starten. Und ansonsten ist es einfach nur Burger zubereiten gewesen. Nichts Spektakuläres. Aber ich kann euch sagen, der Burger, so wie ich ihn gemacht habe, ist einfach definitiv eine Hausnummer und den werdet ihr lieben. Was vielleicht für viele interessant ist, weil ich die Frage wirklich öfter gestellt bekomme, einfach mal aufzuklären, wie das läuft mit dem Hackfleisch, weil viele kennen es eben nur, wenn es wirklich dieses minderwertige Hackfleisch haben, dass es sich einfach zusammenzieht und am Ende wirklich bloß nur so kleine Schusserler hier übrig bleiben an Patties. Das ist hier nicht gegeben, das habt ihr gesehen, also die waren genauso groß wie die Buns und das ist eigentlich die ganze Kunst dabei, indem man da frisches Hackfleisch nimmt. Burger machen kann, spielen einfach sein, das soll die Message hier sein, es können richtig gute Burger entstehen, trotzdem gibt es ein paar Kniffs, die man beachten kann, wenn man auch ein paar Gadgets dazu hat und mit diesen Worten komme ich dann zum Schluss, alles Wichtige, Informative findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch ja gesagt und dann ist Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn so war, gibt es einen Daumen nach oben, freundlicher Kommentar, solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier drüben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Und dann werde ich jetzt mit diesem Burschen hier weiterkämpfen. Sagt danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister, macht's gut. Ciao.